Hier Momo und Flüt und ahoi meine lieben Landratten und Rädchen da draußen und wieder herzlich willkommen zurück zu Dorfromantik. Puh, so, ein weiteres Flussteil soll es sein. Ja. Irgendwie müssen wir diesen Quark hier oben mal zur Rande kriegen, ich weiß auch nicht so richtig wie. Vielleicht so hier über eine Gerade und dann da und hier vielleicht eine richtige Kurve. So, was haben wir hier? Wir hätten hier ein Getreidestück oder eine Schiene. Dann nur noch eins Schiene ist noch übrig. Das wird ja... Oh, meh. Ja, egal, was soll's. Wir brauchen die Schiene. So. Das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht für hier überall. Bisher haben wir die ganzen Wasserbahnhöfe hier unten, aber das weiß ich. Gibt es dieses Teilstück hierfür nicht mehr? Doch, das wird es garantiert noch geben. So. Und das hier auch nochmal machen, aber. Als immer mit so einem großen Warum verbunden, finde ich. Ja, das ist okay. Das kann man machen. So, jetzt haben wir hier das eine Getreidestück. Eine, was uns irgendwie hoffentlich wo? Okay, machen wir es einfach mal da. So. Weitere 14 Schienen. So nicht. Ach so. Oh, 14 insgesamt. Oh, das ist jetzt aber. Dank dafür hier. Oh, das ist super. Das ist eine schöne Aufgabe. Da sind wir ja fast durch mit. Auf Anhieb. Wir haben uns jetzt so sehr verbaut hier, dass wir hier nirgendwo richtig rauskommen. Ja, auch super. Na, dann legen wir mal da an. Hier hätten wir Wald. Wir müssen um diesen Fluss auch irgendwie drum, ne? Na, schauen wir mal. So. Alles eher so suboptimal. Das ist gut. Das nehmen wir. Wenn irgendwann mal wieder so heißt, bauen wir eine richtig fette Stadt. Ne? Wir sind vorbereitet, Freunde. Schiene. Aufgabe erfüllt. Oh, sehr schön. Wir haben wieder ordentlich. Nennt es jetzt mal Kerbholz. So. Wird uns das hier irgendwie. Wir könnten rauskommen zumindest. Aber ich denke, wir haben immer mehr den Vorteil davon, wenn wir das hier machen, weil wir auf Dauer beenden wir halt den kleinen Wald da oben mal. So. Das ist ein Teilstück, was ich gesucht habe. So. Plumps. Sieht es eigentlich hier in dieser Ecke aus? Haben wir hier noch irgendwas zu entdecken? Wieder umgucken hier. Da ist nichts. Da kommt auch nichts. Da ist nichts. Da
oben wäre noch mal was. Okay. Aber auch noch echt ein gutes Stück von weg. Das wird zumindest helfen, den Fluss klein zu halten. Aber ich weiß nicht, es gibt doch auch Flussdinger mit Wald drauf. Ne? Das wäre eigentlich viel praktischer als so. Ja, wir brauchen auch noch Getreide. Aber wir brauchen kein Getreide mit See dran. Das ist das Ding. Haben wir noch eine Wasseraufgabe eigentlich hier oben? Nee. Ja, komm, da sieht's auch schick aus. So, hier könnten wir uns auch quasi so eine Art Befreiungsschlag machen. Aber egal wie. So kriegen wir nur eine Platte, so kriegen wir zwei Platten. So kriegen wir auch nur zwei Platten. Machen wir mal so. Okay, 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 okay. So, und hier machen wir. Das exakte Gegenstück. Dann schließen wir nur ab. Dann machen wir doch so. Eine Schiene. Wir haben doch keine Schienenaufgaben mehr, oder? Nicht mehr wirklich, ne? Ne. Wir könnten aber mal das Ding da oben drauf halten. 65! Jetzt kommt er mit so einem riesen Feld. Wobei, wir haben ja auch schon einiges an Getreide rumstehen, aber keine 65. 23. Hätten wir hier hinten eher was? 53? Nee. Und die Dinger sind alle abgeschlossen, oder? Ja, okay. Dann ist das hier schon unsere Ausgangssituation. Blums. Okay. Und die Mühle ist abgeschlossen, das habe ich gar nicht gesehen vorher. Okay. Nehmen wir auch mit. So, why not? Das ist gut. Dann haben wir sie sogar noch wieder miteinander verbunden. Das ist, so geil. Und nehme ich trotzdem mit. Jetzt geht's wieder los hier. Freunde, die Getreidezeiten sind da. Die Getreide. Oh, 27 insgesamt nur. Warte, hier oben. 150 und plus. Das ist ja. Das ist nicht schon fast instant erfüllt sein, die Aufgabe hier. Zack, da sehe ich uns. So, wir haben hier 13, wir haben hier 22. Das heißt, hier diese Getreideaufgabe ist schneller erledigt. Und wir müssen hier auf die exakte Zahl kommen. Ja, auch wichtig. Probieren. Probieren, probieren, probieren. Haben wir jetzt ein Waldstück nach unten, richtig? Also auf der Unterseite müsste. Es ist auch nicht abgeschlossen, also es markiert sich nicht rot, also halbwegs richtig. Ist auch so eine ganz bescheidene Aufgabe. Okay, dann kommen wir auf 9.
Noch mehr Wasser. Man fährt sich aber auch keinen anderen größeren Fluss, ne? 39 bleiben übrig, 25 bleiben übrig. Und hier würden 12. Ja, nee, das ist schon das Highlight hier. Dann machen wir es einfach mal da dran. So. Hier sehe ich doch eindeutig wieder Getreide. Wieso muss da jetzt eine Schiene sein? Kann man das mal irgendwie verklickern? Wie viel ist da gerade eigentlich eh nicht wirklich? Dann machen wir es doch lieber hier und hoffen, dass wir irgendwann dieses Y-Stückchen mal kriegen. Moment, hier hinten ist das Getreidefeld. So. So sind es 8, so sind es 6. 6. Zack, wenn wir hier eine Verbindung finden, wäre schon ziemlich nice. Okay. So, ein weiteres Bötchen für diesen Riesensee. Mal lieber das damit, weil dann so dieses fällt automatisch mit an. Okay. Das passt nicht, das passt nicht. Das würde passen, aber wir haben auch keine andere Schienenaufgabe, ne? Ein Zug, kein Krimskrams, okay. Und vielleicht gibt es, glaube ich, gar nicht. Nehmen wir ruhig da. Oh, was mal hier ein interessantes. Oder ganz komisch. Ja. Ne? Große Auswahl, nichts dafür, nichts, was man brauchen kann eigentlich. Aber wir nehmen mal das hier. Und das hier scheint mir noch am sinnvollsten. So, nochmal zwei. Das ist blöd. Lieber hier hinten auch mal ein bisschen weiter zu kommen. Jetzt müssen wir auf 20 runter. Oh, wir haben noch 12 Plättchen wieder. Lief jetzt eine Zeit lang ganz gut, aber müssen auch wieder aufpassen ein bisschen. Ich frage mich gerade, ob das nicht schlauer ist. Dann könnte man nämlich hier auch noch einen Wald reinsetzen, wenn man einen guten findet. So. Das ist nice. Dann kann ich in beide Richtungen. Okay. Verstehe. Das passt dann nicht. Warum auch immer das dann nicht passt. Will ich jetzt auch nicht wirklich verstehen. Boah, das ist auch okay für mich.
So ein Einzelhaus hilft uns halt in der ganzen Stadt nicht wirklich weiter. Gar nicht so sehr einschließen in diesen Kreislauf. Machen wir es doch mal lieber hier so hin. Oder was auch gehen würde. Da. Wenn wir nämlich hier entgegen. Sehr schön. Das ist ein Stück, auf das wir gewartet haben. Plumps. Richtig schön viel. Noch mehr Getreide. Plus sogar, plus 71. Ja, das ist okay. Ist genehmigt. Haben wir keine Aufgabe, ne? Komm langsam echt mit diesen Aufträgen komplett durcheinander. Kann man lieber noch ein bisschen Getreide machen, dann machen wir das jetzt so dahin. Das wäre ideal, warte mal. Wie passt das hier oben irgendwie vielleicht rein? Nicht ideal. Okay, ja gut, dann. Und nochmal hier drauf zurück. Wo war das jetzt hier? Hier. So, ne? Links, nach da, nach da, nach da, nach da. Das gefällt mir besser. So. Das ist super. Zack. Die Felder gehen zu Ende. 2K. Und das ist jeweils Stadt. Nicht, um die Stadt zu beenden. Oh ne, ist es jetzt echt am Ende das Getreide wieder, was es sämtlichen Spielspaß rauben wird? Das wird doch bescheiden. Bitte. Habe ich irgendwas übersehen? 11 Wasser, 10 Wasser. Da haben wir nichts mehr. Ihn haben wir nicht mehr. Da ist Getreide, da oben ist Getreide. Mit die drei. Haben uns die geholfen? Nee. Jetzt sind wir noch eins gefehlt. Verdammelt. Das. Ach, hat nur exakt 50. Okay. Jetzt nicht irgendeinen Bonus gibt, den wir übersehen haben, dann nicht. Aber ich finde, das ist schon ein ordentliches Stück weiter, als was wir sonst gekommen sind. 11.820. Und diverseste Flussgebiete, ein riesiges Waldgebiet, was ich gerne hätte auch noch abgeschlossen, aber naja, wollte halt nicht immer sein. Mehrere Getreideareale aufgeteilt in, ja, mal geschlossen, mal nicht geschlossen. Das kann sich hier schon sehen lassen, Freunde.
Ja, Freunde, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, ne, dürft ihr gerne kommentieren, abonnieren und liken. Was ist hier eigentlich? Ach, Landschaftsbau haben wir abgeschlossen. Okay, und bilde ein Gewässer mit mindestens 40 Wassersegmenten. Als ob wir hier keine 40 Wassersegmente haben. Oder müssen die zusammenhängend sein? Bilde ein Gewässer. Ja, ein Gewässer, weil man sie wahrscheinlich mit zusammenhängt. Aber hier noch 10 mehr. Ja, dann hätte es geklappt. Tja, manchmal soll es halt nicht. Gudi, Freunde, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn es gefallen hat, kommentieren, abonnieren, liken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Um 0. Mos.